Wir laufen am Leben vorbei, weil wir damit beschäftigt sind, auf unser Smartphone zu gucken, auf unseren PC zu gucken. So oft berühren wir unser Smartphone und verlieren dabei die Berührung zu anderen, zur Wirklichkeit. Wir reden weniger miteinander, sehen uns kaum noch und falls man jemanden fragt, wann wir uns wiedersehen können, fragt dieser nur, wann hast du Zeit zum Skypen? Wir schicken uns Nachrichten, Bilder und Videos, teilen unser ganzes Leben auf verschiedensten Plattformen und machen so viel an Likes und Klicks aus, dass wir vergessen, wie viel ein ehrliches und direktes Kompliment bedeutet, wie viel eine Umarmung oder ehrliche Worte bedeuten. Wir drücken unsere Emotionen in Smileys aus, lachende Smileys, weinende Smileys, aber wenn man uns betrachtet, sind wir emotionslos. Wir sitzen da und nehmen kaum Notiz von unserer Umwelt. Aber versteht mich nicht falsch. Man darf schreiben. Manchmal muss man schreiben. Vieles kann man gar nicht richtig ausdrücken, ohne zu schreiben, und es gibt so viele Möglichkeiten zu schreiben. Bücher, Lieder oder Briefe. Ich meine keine E-Mails oder E-Paper, sondern richtige dicke Bücher oder richtige Briefe. Man kann so viel damit ausdrücken, und auch wenn es zunächst nur ein Stück Papier ist, mit etwas Tinte, kann es zu etwas so Mächtigem werden. Ein Buch kann ganze Leben erzählen. Ein Lied kann in einem Emotionen wecken, die einen nicht mehr aufhören lassen zu weinen oder zu lachen. Und ein Brief kann etwas Magisches sein. Etwas sehr Wertvolles. Vor allem in der heutigen Zeit, wo man sich die Frage stellt, warum sollte man eigentlich einen Brief schreiben, wird die Bedeutung eines richtigen persönlichen Briefs immer höher. Menschen können zusammengeführt werden, die einander verloren haben. Wir leben in einer Welt, in der es fast unmöglich ist, den modernen Medien zu entkommen. Man nicht anders kann, als über ein Smartphone zu kommunizieren. Aber bitte, lasst es nicht so weit kommen, dass wir auch die besonderen Momente nur noch in digitaler Form verschicken. Legt wenigstens für diese Augenblicke euer Smartphone weg und schaut euch in die Augen.